Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark and Light. Ich lag hier gerade im Bett und habe ein bisschen geträumt und geschlafen. Und jetzt möchte ich mich auf den Weg machen und möchte Essenzen sammeln. Und zwar auch diese Steine. Ich möchte Dark Essenzen produzieren. Und dazu muss ich jetzt erstmal ganz kurz noch ein paar Pfeile machen, damit ich mich auch ein bisschen verteidigen kann. Pfeile. Was brauche ich? Ah, hier haben wir auch Pfeile. Moment, hier sind doch welche. Die muss ich gar nicht craften. Blödsinn. Ich schiebe das alles mal wieder weg. So. Denn mit diesen Pfeilen kann ich mich dann auch wehren. Und jetzt gehen wir mal los. Gott. Wie ich hier mich verheddere. Gibt's ja gar nicht. So. Ruf auf den Vogelrock und dann geht's los. Ah. Nicht in die Wand reinfliegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, wir müssen jetzt fliegen zur fliegenden Insel nochmal, die wir schon mal besucht haben. Denn da gibt es nämlich den... Da, den Lightstone gibt es da nämlich, den wir brauchen für die Dark Essence. Wir brauchen Lightstone und Darkstone. Wo ich Darkstone herkriege, weiß ich noch nicht. Aber ich vermute, ich kriege ihn vom Vulkan irgendwo her. Das ist jetzt natürlich richtig brenzlig und gefährlich, dass wir da wieder hinfliegen. Ich muss dann wirklich nochmal gucken, ob mein Vogelrock auch auf Passiv steht, wenn wir dann da angekommen sind. Damit da nicht irgendwie ein Drama passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden jetzt aber, bevor wir da hinfliegen, nochmal... wie gesagt, den fliegenden Inseln einen Besuch abstatten und dann mal schauen, ob das funktioniert mit dem Lightstone. Das war da genug. Boah, was ist da los, ey? Da catchen sie sich da unten. Guckt mal. Wahnsinn. So, Moment, jetzt lande ich hier nochmal zwischen. Müsste ja nicht auch... Hier war doch der große Drache da neulich gewesen. Hm. Aber jetzt ist er nicht da. Okay. Ja gut, dann fliegen wir mal weiter. Stamina ist aufgeladen. Oh, wartet mal, mein Vogelrock hat ja nichts zu essen. Moment mal, dem muss ich mal was geben. Hat nichts mehr im Inventar. Ich gebe dem jetzt mal mein Fleisch, damit er nicht hier noch verhungert oder so. Irgendwie stimmt da gerade was nicht mit dem Fliegen. Ist gerade seltsam, er gleitet mehr irgendwie so, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Wahrscheinlich, weil ich es aufs Inventar zugegriffen habe. Ist auch witzig. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, der Plan ist jetzt, soweit alles freizuschalten, zu skillen und zu leveln, dass ich in der nächsten oder übernächsten Folge vielleicht schon in der Lage sein werde, einen Elemental zu zähmen, einen End oder so. Und wie gesagt, es mag sein, dass vielleicht einige schon längst soweit sind, aber wie gesagt, ich lasse mir da eigentlich gerne auch noch ein bisschen mehr Zeit, weil das ja nicht sein muss, dass man innerhalb von 5 Folgen schon alles freischaltet und alles kann oder so. Ja, aber natürlich musste ich jetzt ein bisschen skillen, damit ich die Möglichkeit überhaupt erstmal habe, so ein Elemental zu bekommen. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Und ja, mal schauen. Also ich finde das jetzt eigentlich ganz gut, dass wir jetzt diesen Stand erreicht haben. Ihr habt es auch teilweise gesehen, wie ich mich hochgeskillt habe, wie ich Sachen freigeschaltet habe. Insofern passt das eigentlich mit dem Progress. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt fliegen wir mal zur fliegenden Insel. Oh, oh, da gehen zwei Drops runter. Da könnten auch hier so Magie-Essenzen drin sein. In den Drops. Okay, wir müssen unbedingt diese Drops auch aufmachen. Weil wir diese Steine, die da drin sind, die brauchen wir ja auch für diesen Seelenstein. Falls es übrigens gerade ruckelt, das ist normal. Er lädt gerade die Hälfte dieser Map hier. Und die Steine und Bäume und alles, die lädt er da jetzt gerade rein. Und da fängt es immer ein bisschen an zu ruckeln. Das ist vollkommen normal. Das ist nicht abnormal, was da passiert. Ja, weil einige auch gesagt haben, dreh doch mal deine Einstellung runter, damit es nicht so ruckelt. Das ist hier an der Stelle normal. Ihr seht auch, jetzt hat er sich schon wieder ein bisschen gefangen. Jetzt fängt es wieder an einzufrieren, weil jetzt die fliegenden Inseln mit den Assets lädt. Immer wenn der diese Assets lädt, dann ruckelt es halt. Das ist einfach so. Das wurde in Ark mittlerweile schon sehr gut optimiert. Ja, aber in Dark and Light noch gar nicht. Weil Dark and Light basiert ja auf Ark. Aber auf Ark vor 1,5 Jahren. Und da war ja bei Ark noch gar nichts optimiert. Insofern ist das hier jetzt nicht ungewöhnlich. Da sind Air-Elementals da links. Die wollen wir aber nicht ärgern. Wir wollen jetzt mal gucken. Da oben sehe ich den einen Stein, der runtergegangen ist. Und da ist natürlich ein Tod dran. Natürlich. Natürlich ist da der Tod. Warum auch nicht? Aber wir können den Tod weglocken. Muss mal hier landen. Vielleicht kann ich den Tod... Ja, genau. Der Tod kommt nämlich immer zu mir. Der Tod mag mich. Ich kann den Tod ja einfach... Genau. Haha. Ha, der Idiot. Springt da einfach runter, so. Dann können wir jetzt nämlich hier reingucken, dann können wir nämlich diese Elementals rausholen, die wir brauchen. Ganz wichtig. Ja, wenn welche drin sind. Jetzt haben wir Pech gehabt, jetzt waren keine drin. Manchmal hat man Glück und es sind welche drin. Das ist so 50-50-Chance so ein bisschen.
Da hinten ist noch einer. Noch ein Asteroid. Ein Loot-Asteroid. Wie gesagt, man kann Glück haben, dass da die Sachen drin sind, die man für die Elemental-Beschwörung braucht. Man kann aber auch Pech haben, dass da einfach nur Schluss drin ist. So. Nicht runterspringen. Nicht von der fliegenden Insel springen. Das wäre jetzt blöd. Ah, genau. Guckt mal hier. Earth Elemental Core. Das sind nämlich die Sachen, die wir brauchen. Den Rest brauchen wir eigentlich gar nicht. Diese ganzen Erze, die können wir auch woanders herkriegen. Aber die... Diese Elemental Cores, die sind wichtig. Das war das, was ich meinte. Okay, so, da müssen wir jetzt mal gucken. Wir brauchen Lightstone. Der war hier auf jeden Fall auch gespawnt. Da müssen wir mal schauen. Ah, da ist noch ein Asteroid. Da sind auch zwei Skelette und die fallen auch direkt runter. Haha. Sind sie runtergefallen. Dann machen wir mal hier gleich noch den Asteroiden auf. Oder Meteoriten. Genau, guckt mal. Dark Elemental Core. Die Elemental Cores sind wirklich sehr wichtig. Da muss man sich wirklich nochmal die Zeit nehmen, dass man dann so ein bisschen reinguckt. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch hier unten den Lightstone. Und dann fliegen wir nochmal zurück zum Haus. Laden das ganze wertvolle Zeug ab, was wir jetzt haben. Weil ich werde nicht nochmal den Fehler machen und hier kompletten Rundumschlag machen. Ne? Überall hinfliegen und dann am Ende habe ich nichts mehr. Nee, nee. Guck mal, da haben wir auch Light-Elemente. Habt ihr das gesehen? Das haben wir da auch gekriegt. Nicht schlecht. Das passt eigentlich ganz gut. So, wir machen den Klumpen hier auf jeden Fall komplett weg. Genau. So, jetzt schmeiße ich die ganzen schweren Sachen mal weg. Diese Erze und so. Und das alles, das brauchen wir nicht. Das, die Erze, wie gesagt, kriegen wir auch von unseren Bergen, die bei uns in der Nähe sind. So. Dann sattel ich mal auf. Und dann bringen wir das ganze Zeug erstmal in Sicherheit. Und dann fliegen wir zum Lavaberg. Und dann müssen wir mal gucken, ob es dort noch diesen Dark Elemental Cores gibt. Also da brauchen wir halt noch ein paar andere Elemental Cores. Wie gesagt, wir müssen ja jetzt ja gucken. Wir brauchen Lightstone, Darkstone, die Elemental Cores. Das müssen wir uns jetzt halt alles zusammenschnorren sozusagen. Und wie gesagt, bevor ihr das in Angriff nehmt oder überhaupt nur dran denkt, sowas in Angriff zu nehmen, zähmt euch einen Vogelrock ohne Witz oder einen Griffin von mir aus auch, aber ich mag die Griffins nicht, deswegen ich mache mir hier lieber den Vogelrock. Den kenne ich noch aus den alten Sindbad-Filmen. Insofern, ja, macht das mehr Spaß, mit dem rumzufliegen. Und das ist auch irgendwie cooler als so ein Griffin. Griffin gibt es ja auch schon bei Ark, das ist ja nichts Besonderes eigentlich. Und einen doppelköpfigen Adler gibt es nicht bei Ark, insofern habe ich mir gesagt, zähme ich mir lieber hier so ein Vieren. Das ist auch irgendwie besser, der kann tragen. Der ist auch recht schnell eigentlich. Kämpfen kann er nicht so. Da ist er nicht so gut dabei. Aber er kann tragen. Und das ist gerade wichtig für die Aufgabe, die wir jetzt erfüllen müssen. Na, mit dem ganzen Zeug zusammenschaffen und so. Und das passt eigentlich. Bin ich eigentlich zufrieden. Brauche auch keinen Drachen dafür. Das ist irgendwie übertrieben. So, wenn man da einen Drachen dafür benutzt, könnte man natürlich auch machen. Hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Stil. Aber ich weiß nicht, Vogelrock ist irgendwie klassisch. Das ist so ein klassisches Fantasy-Wesen, der Vogelrock. Deswegen mag ich den auch so. Ich finde ihn irgendwie toll. Und er lässt sich leicht zähmen, das spricht auch dafür. Er wehrt sich nicht so, also er wehrt sich schon, aber er ist jetzt nicht so stark beim Kämpfen, wie gesagt, deswegen kann man ihn recht leicht zähmen. Im Grunde ist das eigentlich so ein bisschen der Petri von Dark and Light, könnte man eigentlich sagen. So, dann gucken wir nochmal von vorne. Die Stamina muss ich natürlich trotzdem im Auge behalten. Aber ich habe den natürlich auch gut auf Stamina geskillt. Das heißt, er hat jetzt gerade erstmal die Hälfte verloren. Ja, und das heißt, wir können eigentlich jetzt bald auch mit diesem Tier direkt zur fliegenden Insel ohne Zwischenstopp fliegen. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Ich muss nur noch mal Fleisch nachlegen bei ihm. Ich glaube, der hat schon wieder nichts zu essen im Inventar. Ah, da unten ist wieder der Drache mit der Gondel. Mit der Gondola Gause. Nicht schlecht. Da müssen wir uns unbedingt mal reinsetzen. Das will ich unbedingt mal machen, damit rumfliegen. Ich bin auch mal gespannt, ob der so fliegt, dass einem nichts passieren kann. Also, dass einen die ganzen Viecher nicht angreifen. Oder ob der bewusst dann so fliegt, dass er auch die gefährlichen Bereiche besucht, wo man dann angegriffen werden kann. Da kämpft ein Vogelrock mit einem Griffin und gerade hakt es wieder, weil er den Bereich der Karte laden muss, in den wir gerade fliegen. Wie gesagt, die Haker kommen vor allem dann zustande, wenn er die Bereiche laden muss. Das ist normal. Das habe ich jetzt beim Offscreen-Spiel noch schon ein paar Mal gehabt. Das ist einfach so. Das sind die Laderuckler. Das Spiel hat leider sehr, sehr starke Laderuckler. Bei Ark gibt es die nicht mehr, so in dem Maß. Bei Dark and Light gibt es die leider immer noch. Da haben wir es richtig gehabt, gerade so richtig eingefroren, richtig hart.
Das war aber auch, glaube ich, mit der Speicherfreeze noch gleichzeitig. Der ist ja auch recht heftig bei Dark and Light. Oh, Moment, ich muss dazwischen landen. Scheiße. Ja, da landet er schon von alleine. Okay. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass er nicht da landet, wo irgendein festliches Vieh ist. Da ich jetzt die Stamina nicht mehr im Blick gehabt. Das ist wie ein Ark. Ihr seht es, wenn die Stamina leer ist, landet das Tier automatisch. So, da müssen wir noch kurz. Es geht ja schnell. Das ist auch das Schöne beim Vogelrock. Der lädt extrem schnell die Stamina auf. Also, der muss wirklich nur, weiß nicht, 5 Sekunden sitzen und dann ist die ganze Stamina wieder voll aufgeladen. Das passt eigentlich. Ja, also bei Ark dauert das ja auch jetzt mittlerweile deutlich länger. Wenn da so ein Tier keine Stamina mehr hat, bis das dann wieder die Stamina voll hat. So, da haben wir schon mal diese wertvollen Dinge dabei. Oh, ihr seht, ich hätte sogar noch mehr mitnehmen können. Der Vogelrock ist nur zur Hälfte beladen. Aber ich glaube, das, was wir jetzt erstmal haben, reicht erstmal. Von den Sachen hier, von dem Lightstone. Ja, genau, da haben wir das jetzt dabei. Das Fleisch gebe ich mal dem Vogelrock rein. Das kann der essen. So, genau. Vielleicht noch ein bisschen mehr, oder? Ja, warte mal, hier ist ja ein wildes Schaf. Es tut mir jetzt ja leid, wildes Schaf. Es war gerade da und es wird gerade gebraucht. Ich kann das jetzt leider nicht ändern. Na, wieso kann er jetzt nicht auf den Rock zugreifen? So, genau. Ja, das nehmen wir jetzt alles noch mit da. Oder warte mal, ich pack das mal alles hier rein. So. Weg damit. Ganze Hide und so. Das packen wir jetzt da rein. So, jetzt müssen wir zum Vulkan fliegen. Nochmal. Mal gucken, ob ich wieder alles verliere. Na, Moment, ich wollte vorher noch gucken, ob der Vogelrock auch wirklich auf passiv steht. Ja, das passt. Der ist passiv. Was war denn das? Habt ihr das gehört? Ach, das ist der End. Der End hat, glaube ich, ja, der hat die Spinne kaputt gemacht. Okay. Sehr schön. Dankeschön, End. Schön, dass du aufpasst. Das ist hier so Nachbarschaftswachenmäßig, ne? Der steht da und klatscht alles weg, was uns vielleicht gefährlich werden könnte. Insofern ist das gar nicht so schlecht. So. Wie gesagt, jetzt geht's zum Vulkan. Kann jetzt natürlich eine Weile dauern, bis wir da sind. Da müssen wir jetzt natürlich ganz schön flattern, bis wir da hinkommen. Und wir müssen auch mindestens eine Zwischenlandung einlegen zwischendurch. Ich lande jetzt hier auf jeden Fall schon mal auf diesem Berg zwischen. Weil das ist eigentlich recht angenehm, hier oben zu landen. Da spawnt normalerweise nie irgendwas. Das ist im Grunde auch ein bisschen wie bei Ark. Auf den höchsten Bergspitzen spawnt eigentlich nichts. Und da kann auch nichts hinlaufen hier, weil die sind so steil, da kann nichts hochkommen. Das ist eigentlich sehr entspannt. So, der Vulkan ist so ein bisschen so eher so da hinten. Ich frage mich jetzt halt, kann ich bis zur Elfenstadt durchfliegen von hier? Das ist auch wieder so ein Experiment. Weil wir müssen ja schon, um zum Vulkan zu kommen, eigentlich so über diesen zentralen Berg rüber. Aber ich fürchte fast, da wird die Stamina nicht ausreichen dafür. Wird zumindest relativ knapp. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Auf jeden Fall auch in dieser Folge. Aber ihr seht schon, man muss ganz schön rumflattern, um diese ganzen Zutaten zusammenzukratzen. Es sei denn, man baut da, wo man wirklich ganz viele von diesen Elemente-Cores direkt abfarmen kann. Aber selbst wenn man zum Beispiel auf der fliegenden Insel bauen würde und da alles abfarmt, müsste man ja trotzdem immer noch zur Lava-Insel runterfliegen und man müsste ja auch irgendwo noch diese Earth-Elementals herkriegen. Ich glaube nicht, dass man die... Man kriegt bestimmt nicht alle Elementals an einem Punkt, das glaube ich nicht. Das wäre zu overpowered. Das ist bestimmt alles schön verteilt, sodass man immer auch irgendwo hinfliegen muss. Ja, also auf jeden Fall muss man... Ich glaube, am sinnvollsten ist es tatsächlich, wenn man zwischen Lava-Insel und der fliegenden Insel baut. Ich glaube, das ist echt am sinnvollsten. Weil dann muss man... hat man die kürzesten Wege zu diesen beiden Locations und kann die wichtigsten Elementals direkt mitnehmen. Also diese Elemental-Cores. Oder man baut in einem Gebiet, wo viele Lootrops runterkommen. Weil man dann auch wieder diese Elemental-Cores abgreifen kann. Ja. Weil ich bin jetzt natürlich hier in meiner Menschengegend, da bin ich natürlich am Arsch der Welt. Ich muss alleine zum Lava-Biom, muss ich ja ewig weit fliegen. Und da unten leuchtet was, aber das ist, glaube ich, nur so ein weißer Lootraub, der bringt, glaube ich, nichts wirklich. Aber wir sehen, die Stamina, das ist eigentlich ganz gut. Also, das hält ganz gut durch, sagen wir es mal so. Wir sind jetzt gerade erstmal im roten Bereich für die Stamina.
Ist nicht schlecht. Mir wurde auch gesagt, wenn ich Ents haben will, soll ich unbedingt in die Nähe der Elfensiedlung ziehen. Aber gut, so wichtig ist es jetzt auch nicht mit den Ents. Da würde ich auch lieber Elefanten erstmal haben, tatsächlich. So, ich lande jetzt hier mal zwischen. Und dann füllen wir mal die Stamina auf. Das geht ja fix. Und dann fliegen wir weiter. Muss aufpassen mit den Elfen, die schießen ja auf mich, die Schweine. Die mögen mich ja nicht. Die haben ja irgendwie ein Problem mit mir. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich kleinwüchsig bin und große Hände habe. Da denken sie, ich bin ein Zwerg. Was gar nicht stimmt. Ich bin nur missgebildet. Ist voll gemein, wie man diskriminiert wird. Und ja, da denken sie, ich bin ein Zwerg und wollen mich platt machen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So ein intolerantes Volk. Ja. Die überheblichen Elfen. So. Ich glaube, ich lande hier nochmal zwischen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Und ich wette mit euch, den Darkstone gibt es bestimmt auf der Spitze vom Vulkan. So, Stamina nochmal recken, genau. Boah, dieser Schatten von der Wyvern, habt ihr das gesehen? Voll gruselig. So, auf zum Vulkan. Und auch diese Rauchwolke, ne? Diese Rauchwolke, die da hochgeht. Das ist genau wie in Ark. Das ist genau die gleiche wie in Ark. Exakt derselbe Partikeleffekt ist das. Ja, weil einige haben auch geschrieben, ja, löst dich doch mal von dem Gedanken, dass das Spiel eine Ark-Kopie ist. Und wieder andere haben geschrieben, das Spiel ist scheiße, weil es eine Ark-Kopie ist. Ich kann weder dem einen noch dem anderen zustimmen. Ark ist ein gutes Spiel. Und wenn das Spiel hier, das Dark and Light, mindestens genauso gut weiterentwickelt wird wie Ark, dann kann da was richtig Tolles draus werden. Was ich halt nicht zustimme, ist diese Sache von wegen, ja, das ist ja nur eine Ark-Kopie, das ist scheiße. Also wie gesagt, ich sehe das nicht so. Und dass ich mich davon lösen soll, dass das eine Ark-Kopie ist, also gedanklich, stimme ich auch nicht zu, weil es ist nun mal offensichtlich, dass es eine Ark-Kopie ist. Da kann man nichts schönreden. Das ist so ein Fakt, der hittet mich jedes Mal ins Gesicht, wenn ich das Menü aufmache oder wenn ich irgendein Tier vor mir habe oder wenn ich irgendwas zähme, dann trifft mich dieser Fakt direkt ins Gesicht, dass es eine Ark-Kopie ist. Da kann ich es nicht einfach ignorieren oder sagen, ja, das lasse ich jetzt mal außen vor. Nee, das kann ich nicht. Das geht nicht. Wenn das so offensichtlich ist, kann man das nicht ignorieren. Ja, wenn vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten aus Ark übernommen worden wären, dann könnte man das wahrscheinlich ignorieren, aber so nicht. Es ist ja wirklich Ark. Es ist ja fast wie eine Total Conversion zu Ark eigentlich. Muss man ja wirklich mal sagen. Boah, das ist aber Sauron-mäßig hier, oder? Wo wir da gerade drauf zufliegen. Ganz schön heftig, was da passiert. Ich habe nur noch die Hälfte Stamina. Ich hoffe, ich kann dann da auch landen. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich kann da leben, ey. Das ist ja wie ein riesiger pyroklastischer Sturm, der nach oben wegzieht. Alter, heftigst. Heftigst. Unglaublich. Ich werde auch gerade langsamer, weil ich gerade nicht Shift drücke. Okay, die Stamina ist jetzt im roten Bereich. Jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen. Darf ich mal sagen, dass die Lava viel cooler aussieht als in Ark? Also das haben sie besser hingekriegt, muss ich mal sagen. Der Vulkan sieht cooler aus. So, ich versuche jetzt mal da unter, auf so einem Felsen da unten, versuche jetzt mal zwischen zu landen. Vielleicht sind ja da auch schon Sachen, die man abbauen kann. Oh, scheiße, da sind Drachen. Warte mal. Oh, jetzt wird es hier aber ganz schön gefährlich. Hoffentlich finde ich einen Punkt, wo ich landen kann, ey. Nicht, dass jetzt mich hier die Drachen wegschnetzeln. Oh nein, da ist auch ein Drache da unten. Muss doch irgendeinen Fleck geben, wo es nichts gibt hier, was mich tötet. Komm, ich lande jetzt hier vorne. Ich lande jetzt hier einfach. Jetzt wird es auch noch Nacht. Was flattert denn da hinter mir? Ist da was geflattert? Nee. Alles ist gut. Nichts flattert. So, ich habe Stamina aufgeladen. Ich fliege jetzt einfach den Berg hoch. Aber irgendwas sagt mir, dass es ungesund ist, in diese Lavasäule reinzufliegen. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie der Darkstone aussieht. Ich weiß nicht, wonach ich da Ausschau halten muss. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich nicht geguckt oder so. Boah, das sieht schon geil aus. Das sieht echt aus wie Sauron in seinen Berg. Aber guck mal, wie sich die Wolken mitdrehen. Ist auch schön. Lululululu. Ich glaube, da reinzufliegen ist blöd, oder? Das wäre irgendwie sinnlos. Aber hier muss es doch irgendwas zum Abbauen geben. Irgendwas Darkstone-mäßiges muss es doch hier geben. Oh. Was ist das da? Irgendwas hat hinter mir geflattert.
Ich habe hier, glaube ich, gleich paranoische Probleme irgendwie. Boah. Crazy verrückt. Guckt euch das an, was da abgeht. Da sind irgendwelche Portale da in den Steinen. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier nochmal landen. Okay, also da geht irgendwas Elementalmäßiges ab. Irgendwas Sauron-mäßiges passiert hier. Boah. Diese Lavaströme da unten, krass. Was ist das hier? Guckt mal, was ist das? Was ist das? Was sind das für violette, wabernde Kristalle? Vielleicht ist das der Darkstone. Man weiß es nicht. Aber wie soll ich denn da rankommen, um das abzubauen? Guck mal, da ist ja viel... Moment mal. Sehe ich da so... Guck mal, da ist so ein Zapfen. Neben diesem schwebenden Fritzen. Seht ihr das da? Da so? Wo ich da gerade drauf zufliege? Greift er mich an? Wartet mal. Machst du was? Bist du aggro? Ja. Der hat mich gerade verfolgt, oder? Ich glaube, das ist das, was ich suche. Ohne Witz. Oh Gott, scheiße, ey. Wo soll ich denn hier landen? Ich meine, es könnte auch normales Eisen sein. Das ist halt jetzt das Ding. Ich muss es jetzt halt rausfinden, ne, was es ist. Das ist doch ein Balrog da. Guckt mal. Scheiße. Ich muss irgendwo... Irgendwo brauche ich eine ruhige Stelle, wo niemand mich behelligt, wenn ich hier versuche, was abzubauen. Wo kein Vieh oder so ist. Warte mal, hier. Hier sieht's gut aus. Hier kann ich mal versuchen abzubauen. Den Klotz hier, den nehmen wir uns jetzt mal vor. Wenn jetzt nicht hier von oben irgendwas fällt, Moment. Was ist das hier? Iron Ore, Mithril. Nee, das ist nur Eisen. Scheiße. Das wollen wir doch gar nicht. Das brauchen wir doch gar nicht. Moment, das müssen wir mal wegschmeißen. Okay, also ich meine, wenn Darkstone das Äquivalent ist, also das negative Äquivalent zu Lightstone, dann muss er doch genauso aussehen, nur dunkel. Eigentlich. Eigentlich. Was ist das hier? Die Mucke ist hier auch krass irgendwie. Boah. Der Schlund. Ein Schlund. Soll ich da mal reinfliegen? Das machen wir aber jetzt nicht, würde ich sagen. Das machen wir, wenn, dann in der nächsten Folge Dark and Light. Dann untersuchen wir hier weiter diesen Vulkan. Mal schauen, was wir hier noch so finden. Bis zur nächsten Folge Dark and Light. Bis dann, ciao, ciao.